Und willkommen zurück. So, bei den letzten Mal haben wir ein bisschen mit den Bäumen rumgespielt. Jetzt werden wir so uns daran machen, die Kabel unten zu verlegen, damit halt die Schmelzerei laufen kann. Und ich hatte ja im Leuphönis hier, beziehungsweise in Leuth's Metal wieder die Dinger zurückgecraftet. Das heißt, ich habe die jetzt auf jeden Fall hier drinnen. So. Und jetzt mache ich erstmal hier ein paar Farben. 12 davon. Dann machen wir mal 24. Dann machen wir von jedem erstmal zwei Paare, die ich jetzt so habe. Eins, zwei. So, eins, zwei. Wenn ich jetzt hier oben nochmal Wolle eingebe. Wolle. Da haben wir noch mehr. So. Rot. Gelb und Orange haben wir schon mal hier. Ich nehme gerade mal schon, was ich noch für Farben brauche. Denn ich brauche 10 Farben, 10 verschiedene Farben. Da Kabelfarben. Leimgrün habe ich drin, habe ich. Ist abgehakt. Erste 5er-Reihe. Und das andere ist die andere 5er-Reihe. Da muss ich jetzt genau aufpassen, welche Farben ich denn dafür überall alles habe. Rot für Lava. Reserve ist nix. Schwarz habe ich gar nicht. Doch, schwarz kann ich auch noch machen. Oh, das war vielleicht der falsche Knopf. So, schwarz. Schwarz ist da. Blau fehlt. Gelb ist in der nächsten Reihe. Grau. Orange, Lichtgrau und Weiß. Jetzt fehlt uns eigentlich nur Blau. Das heißt, ich brauche eben 12 Wolle und einen blauen Farbstoff. Das ist aber eigentlich relativ schnell gemacht, denn hier ist, glaube ich, irgendwo blauer Farbstoff drin. Da. Oder Türkis, ne. Da nämlich will ich schon Blau haben. Oder türkiser Stoff. Was ist denn da blau? Oder hellblau? Wäre auch eine Option. Da ist hellblau. Dann sage ich, das muss ich jetzt auch aufschreiben, dass das hellblau wird. Ich glaube, ich habe auch sogar in der Vorkodierung der Farben hellblau genommen, ne? Hellblau. Hellblau ist 256. 256. Ne, da habe ich auch blau. Das ist natürlich jetzt blöd. Welche Dinge brauche ich denn? Bluebells. Oder ich kann, glaube ich, Lapis auch nehmen. Lapis. Oh, Lapis. Da haben wir Lapis. Ja, das geht doch. So. Flupp. Und dann haben wir auch blau. Dankeschön. Das kommt nämlich hier hin. Und damit fangen wir jetzt erstmal an mit den ersten. Die werden nämlich da veranschlagt für die Technikabteilung. Oh, falscher Abteil. Wir müssen erst in die Technikabteilung. Ah, ist schon geil, das Programm finde ich auf jeden Fall klasse. Aber hier ist es hellblau und da ist es türkis. Ja gut, ist ja auch eigentlich egal. So. Um die Farbe zu wissen, wo ich was hinpacke, muss ich gucken. Und zwar kommt der Timer von oben. Timer ist in dem Fall Lime Juice. Der muss hier hin. Rot ist Lava. Lava kommt von rechts, ist hier. Schwarz. Schwarz ist in dem Fall das Ablassventil und Ablass kommt von links. Und blau ist Glas und Glas kommt von vorne oder von hinten. Das heißt, ich müsste hier noch einen Block machen. Aber wer ist denn unten? Unten ist Reserve, okay. Eigentlich funktioniert das auch mit Bundle-Cable direkt anschließen, aber irgendwie ist das verbuggt, ist connected nicht, habe ich schon versucht. Ob ich dann irgendwie ein Zwischenstück bauen muss, keine Ahnung. Das habe ich mir noch nicht schlauerweise angeguckt. Aber ich glaube nicht, dass da ein Zwischenstück für besteht. Das ist natürlich ein bisschen nervig, das heißt, ich kann nur bis maximal 5 machen, außer ich habe einen Computer, den setze ich irgendwo in eine Walachei rein und dann kann ich sogar von 6 Seiten machen.
Aber das soll ja eigentlich nicht der Nährwert davon werden. So. Und hier kommt Blau hin. Das gleiche gilt jetzt hier. Da habe ich die anderen Farben ja für. Da habe ich Gelb, Grau, Orange, Weiß und Lichtgrau. So. Gelb ist von oben. Das heißt, der gleiche Weg geht hier auch. Grau. Grau ist rechts. Danach kommt links mit Grau. Ja, wen habe ich? Wer ist denn rechts? Moment. Rechts ist Eisen. Links ist Kupfer. Passt das doch so, so, so. Unten ist Zinn. Zinn ist weiß. Dann muss ich jetzt mal. Oh nein, das war jetzt nicht gut. Mal eben den Weißen hier reinziehen. So. Hier kommt Orange rein. Und hier kommt Lichtgrau dran. Und dann haben wir die schon. Jetzt gehen wir nämlich noch dahin, wo ich hin muss. Düpp, 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 düpp. Guten Tag. Werden jetzt Fledermäuse ohne Ende sein. Und nun kommt die Vertratung von hier aus. Das heißt, ich habe von oben auch einen Plan gemacht. Und zwar ist Glas hinten. Glas hinten war blau, ne? Genau. Das heißt, ich fange jetzt wieder mit den vier Farben hier oben an. Blau ist dieser hier. Dann habe ich schwarz. Schwarz ist das Ablassventil. Und Ablassventil ist hinten. Hinter der linken Seite der hier. So, rot. Lava. Wird komplett da hinten hin verstrickt. Das heißt, hier wäre es möglich, da noch was hinzusetzen. Der geht ja. Das bin ich gerade am Schauen. Es ist natürlich möglich. Der geht hier runter. Und dann macht er hier so eine Schleife. Das heißt, ich könnte den ja vielleicht hier hinsetzen irgendwo. So, vielleicht auch noch hinsetzen. Und Lime Juice, das Grüne. Wo mache ich denn den Timer hin? Den Timer, wo mache ich den denn hin? Ja, den muss ich irgendwo hinsetzen. Also der wird nachher mitgezogen. Weil ich brauche nämlich noch mehr Verdrahtung. Das heißt, das wird hier unten alles passieren. Hier unten kommen nämlich überall. Ja, da muss ich auch noch gucken, wie ich das verdrahte. Entweder mache ich für jeden einen Timer. Oder ist jetzt der separate Timer. Da muss ich mal schauen. Das werde ich dann aber sehen. Jetzt brauchen wir noch Bundle Cableton Massen. Düpp, 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 So, das sind die Farben. Ah ne, das sind die Farben, die ich jetzt. Ja, aber ich darf mich nicht durcheinander bringen. So ist richtig. So, so, so. Die Sachen können auch schon mal mit. Schablonkisten, die Dinger, die Dinger, die Dinger, die Dinger. Und Schablonen, die drei Bücher gleich mit nach unten. So, richtig. Dann kommen nämlich die anderen Farben jetzt noch an die Repeater und dann haben wir es auch schon fast wieder geschafft. Weil das werde ich dann sozusagen vorverdrahten. Hier haben wir genug Kabel. Bundle Cable muss ich dann auch noch craften. Werde ich, glaube ich, aus Weiß machen. Gold. Eisen. Die weiß ich ungefähr auswendig, weil hier kommt Kupfer, Zinn und Aluminium. Die werden jetzt einfach nur mit Bundle Cable verbunden und das wäre es dann schon. Und den Rest müssen wir dann halt schauen, wie wir das damit machen. Glock, ja, Bundle Cable hier runterlaufen lassen, genau, das passt super. Ah ne, das kann ich ja lassen. Ich kann den mit denen allen tauschen hier. So. Und die wollte ich dann hier oben irgendwo hinsetzen. Aber ich habe das Problem gehabt. Ich müsste nämlich hier die Reihe nämlich noch rausreißen. Da brauche ich mal eben das.
muss ich hier nämlich eine Reihe rausreißen, damit ich halt einen vollen Block hier hinbekomme. Und mir dann auch die Tische hier schön hinstellen kann. Kann ich die auch gegen die Wand, ne? Schablonkisten. Und noch zwei normale Kisten. Und mehr brauche ich auch nicht hier. Hier können die Schablonen rein. Hier kommen die Bücher. Beziehungsweise die Schablonen. Kommen in den Schablonenstanzer, den ich hier mal eben tauschen möchte. Teilbauer. Schablonenstanzer. Genau, da mache ich meine Dinge raus. Meine positiven. Hier kommt die Schablonen rein. Und da können wir sehen, hier direkt Pickheadskopf. Aber da kommen wir später zu. Ja. Denn ich werde das erst verdrahten, damit die Schmelzerei laufen kann. Und ich genug Material habe. Wir werden nämlich jetzt gerne mal eben noch eine kleinen Ausflug hier machen. Aber bevor wir den Ausflug starten. Ach, jetzt sind hier noch paar andere Bäume drin. Fichte kann eigentlich weg. Fichte kann in dem Fall hier rein einfach. Habe ich denn jetzt eine Kiste frei für mich hier hinten? Nee. Da brauche ich jetzt auch noch eine Kiste, unglaublich. Da würde ich sagen, machen wir auch noch eine Diamantkiste. Eigentlich ist das schon okay. Eine Diamantkiste dafür für ein paar Kabel. Da kommen ja noch anderer Schmock rein. Machen wir erstmal nur eine. So. Mal schön weglöschen, dann geht das schneller, Gold. Dankeschön. Und dit. So, jetzt schaue ich mal gerade, wie viel Eisen habe ich denn hier noch? Pulverweißes Eisen. Ja, oh, da können wir gleich mal ein bisschen durchjagen. Zwei Diamanten da. Diamanten. Merci. Dann haben wir nämlich Kabel auch und die können wir hier hinten irgendwo hinpacken. Was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Türen und so ein Quatsch. Hier haben wir das, hier haben wir das. Das passt, glaube ich, super hier zwischen. So. Kabelfarben hier alle rein und hat sich die Sache erledigt. Und dann werde ich mal eben noch wohin fliegen mit euch. Lauf, 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 Forest. Ja, da müssen wir auch noch was machen. Da müssen wir mit Dampf noch arbeiten. Da muss ich auf jeden Fall die Walzmaschine wieder anschmeißen. Das könnten wir auch noch machen. Und wie ihr schon auf der Karte seht, ein riesengroßes schwarzes Loch. Ja, ich habe hier wieder ein paar Turtles hingesetzt. Das wollte ich euch zeigen, woher das ganze Material wieder herkommt. Und es ist wieder viel massig in den Wänden, wenn ich mal so reinschaue. Hier habe ich vorher noch Diamanten letztes Mal rausgeholt. Gold, Redstone, Eisen. Also alles, was man noch gebrauchen kann. Ich habe, glaube ich, auch kein Uran mehr gefunden, ne? Also Uran war jetzt sehr wenig da. Doch, da ist noch was. Aber da wollte ich halt die wieder hier irgendwo hinsetzen und wieder laufen lassen. Und deswegen auch die Ender-Chest, damit das etwas schneller geht. So. Machen wir euch mal wieder. Einen werde ich hier hinsetzen. Das heißt, erstmal Refuel. Wie viel hast du denn? Oh. Refuel. So. 18.000. Okay, das reicht noch. Exkavate 15. War das meines Wissens da? Könnte, glaube ich, hinhauen, wenn der jetzt bis dahin irgendwo hingeht. Der muss jetzt einen weitergehen, genau. Weil die haben sich so komisch sternförmig angebaut um die Kiste rum. Und dann kommt er irgendwo hier vorne raus, hier. Und dann werde ich noch vielleicht zur Not. Vielleicht zur Not hier noch welche hinsetzen. Aber das lohnt sich auch nicht, weil ich die Ender-Chest brauche. Das heißt, der darf jetzt erstmal allein hier laufen. Und dann habe ich auch meinen Frieden. So. Wie gesagt, der läuft dann, habe ich meinen Frieden und ich kann weitermachen. Weil woanders brauche ich die gerade nicht. Sonst müsste ich noch eine zweite Ender-Chest bauen, aber da habe ich keine Lust zu. Keine Lust, keine Lust, keine Lust. So. Und nun. Hey, die Turtles. Wo tue ich die denn am besten mal hin? Ich tue die einfach mal hier mit reinschmeißen. Was haben wir denn noch? Achso, Liquid, ja. Steinbruch, Pumpe, Recycler, genau, Recycler ja auch noch. Zentrifuge, da müssen wir auch bald fertig machen.
Ja gut.